Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist wieder der Jan und Jan Jugendbeirat Wedel Podcast. Und heute haben wir folgende Themen mitgebracht. Wir reden einmal über den Tinstaler Weg. Dann reden wir über die Lärmkartierung. Was das ist, erklären wir natürlich auch noch. Dann reden wir ganz, ganz viel über den Hafen. Da ist ziemlich viel passiert. Wir reden über die Badebucht. Und abschließend erzählen wir euch noch ein bisschen was über die Parteienlandschaft. Jan, ich begrüße dich hier mit mir. Moin. Und erzähl doch erstmal, was so in deinem Leben jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Ja, gar nicht so super viel. Also natürlich passiert immer super viel in meinem Leben, aber gar nicht so viel Relevantes zum Jugendbeirat. Was neu ist, ist, dass ich oder wir beide an unserer Schule zusammen mit Freunden von uns jetzt als Schülersprecher gewählt wurden. Für Jan Brückmann natürlich eine Wiederwahl, was uns umso mehr freut. Ja, und wie sieht's mit dir aus? Ja, also die Wiederwahl hat mich natürlich sehr, sehr beglückt. Da kann ich nur sagen, war auch schon hart, dass wir wirklich über mehrere Wochen dann unser Programm gefeilt haben und an der Rede dann auch, was jetzt natürlich auch relevant war. Wir waren von uns aus gesehen gestern in der Zeitung wegen eben diesem Podcast. Deswegen müssen wir uns jetzt auch für heute ganz viel Mühe geben, weil die Leute natürlich jetzt alle reinhören werden bei der nächsten Folge. Ja, hoffentlich. Ja, nee, das ist ganz cool. Die Zeitung ist irgendwie auf uns zugekommen. Wir haben voll lange keine Folge mehr gemacht. Das tut uns auch ein bisschen leid. Aber jetzt haben wir umso mehr Motivation, nochmal richtig durchzustarten. Und wir hoffen, dass wir vielleicht noch eine zweite Folge dieses Jahr schaffen. Ja, wir haben uns auch ein neues Format ausgedacht, was wir vielleicht angehen werden. Wer den Zeitungsartikel gelesen hat, weiß es vielleicht schon. Wir würden gern zum Beispiel den Bürgermeister einladen, den Stadtpräsidenten, dann mal einen Ausschussvorsitzenden und die fragen, was machst du eigentlich? Was gehört dazu, Bürgermeister zu sein? Was gehört dazu, Ausschussvorsitzender zu sein? Inwiefern ist das fordernd? Inwiefern ist das cooler, als einfach normales Ratsmitglied zu sein? Und da werden wir auf jeden Fall demnächst Gäste einladen. Also, falls ihr Stadtpräsident, Bürgermeister oder Ausschussvorsitzender seid, schreibt uns auch gerne von euch aus an. Dann machen wir gerne einen Podcast mit euch. Ja, oder auch Beirat, der nicht der Jugendbeirat ist, wäre auch mal ganz interessant, was die so machen oder vielleicht auch einfach ein Mitarbeiter in der Verwaltung. Auf jeden Fall. Dann müssen wir noch einmal Werbung in eigener Sache machen. 22.11. war das. Genau. Ne? Da ist unser Treffen mit dem Wedeler Kinderparlament und soweit ich weiß, ist das ein öffentliches Treffen. Ob das jetzt die Leute erreicht, die daran teilnehmen werden, ist natürlich die Frage. Das sind soweit ich weiß Dritt- und Viertklässler. Aber wenn da der ein oder andere Dritt- und Viertklässler zuhört, am 22.11. kannst du uns und die anderen Mitglieder des Jugendbeirates treffen und quatschen wir mit dir über Kommunalpolitik. Okay, eine kurze Korrektur des Termins. Wir haben jetzt mitbekommen, dass der Termin sich auf den 19.11. vorverlegt hat. Die Uhrzeit bleibt hier aber gleich. Genau, und falls ihr irgendwie ein kleines Geschwisterkind habt, was irgendwie politisch interessiert ist oder auch einfach mal Lust hat, mit dem Jugendbeirat zu quatschen, könnt ihr denen die Informationen auch super gerne einfach weitergeben. Zur Werbung können wir nichts mehr, oder? Nee, noch mehr können wir jetzt wirklich nicht bewerben. Na, vielleicht unseren Instagram nochmal. Wir haben ja auch einen Jugendbeirat Instagram-Account. Ja, es ist wahrscheinlicher, dass ihr darüber auf diesen Podcast gekommen seid, aber falls nicht, solltet ihr da auch unbedingt mal folgen, weil da gibt es auch Stories, vielleicht ein bisschen regelmäßiger Updates, als wir das mit dem Podcast hier schaffen. Hoffentlich. Genau. Als nächster Punkt hatten wir den Tinstaler Weg, weil da gab es ja auch einige Umplanungen. Willst du erstmal ein bisschen erklären, wo der Tinstaler Weg ist? Natürlich. Der Tinstaler Weg ist in Schulau, ganz in der Nähe der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule. Die sollten die meisten von euch kennen und der geht dann halt Richtung Industriegebiet. Da wird jetzt eine Neuplanung der Straße gemacht, weil Straßen werden in Wedel jede so und so viele Jahre, sind das 30, so ungefähr 30 Jahre, denke ich mal, neu geplant. Und jetzt ist der Tinstaler Weg bei dran. Und da haben wir auch als Jugendbeirat ein Statement geschrieben, wie wir uns den neuen Tinstaler Weg vorstellen. Willst du das mal erklären? Ja, unsere allererste Stellungnahme. Und leider Gottes ist es so, dass wir da nicht komplett frei waren, weil also so viel Gedanken haben wir dann doch nicht reingesteckt. Aber wir konnten auswählen zwischen den Optionen, die die Verwaltung vorgeschlagen hat. Und wir haben uns gegen die Option mit Hochbordradwegen entschieden. Das ist ganz interessant, weil also theoretisch würde man ja intuitiv erstmal denken, Hochbordradwege sind die beste Option. Mhm. Tatsächlich haben Studien und Statistiken gezeigt, dass die Radwege, die eben auf gleicher Ebene mit den Autos fahren, statistisch gesehen zu weniger Unfällen sorgen, weil bei Autofahrern und Radfahrern dann eine höhere Awareness da ist. Genau, zudem kann man auch sagen, dass man vom Hochbordradweg, wenn man stürzt, halt eine höhere Fallhöhe hat, A, und B, halt auch einfacher runterfällt, dass es dann auch nochmal ein Risiko bietet. Und dann müssen wir auch sagen, dass diese Option auch mehr Platz für alle Beteiligten geboten hat, weil beim Hochbordradweg hat man halt noch diesen Bordstein extra, auf dem man nicht gut fahren kann. Und den hat man bei einem Fußgänger-Hochbordweg halt nicht, also zumindest ist nicht so groß. Und dadurch konnten wir den Fußgängern mehr Platz geben, den Radfahrern mehr Platz geben und letztlich für Autos genauso viel Platz wie sonst auch. Ja, und dann haben wir eben auch gesagt, es ist ja ein Gebiet, wo vielleicht auch mal der
ein oder andere Kinderwagen lang fährt oder lang geht. Ich glaube, bei Kinderwagen sagt man lang gehen, oder? Lang geschoben wird. Lang geschoben wird, das ist der Ausdruck. Und da ist dann natürlich mehr Platz auf dem Gehweg besonders förderlich, weil wir tatsächlich bei einigen Optionen auch Bedenken hatten, ob da überhaupt zwei Kinderwagen aneinander vorbeipassen. Ja, ich glaube, als nächsten Punkt hatten wir aus einem Planungsausschuss ein Thema mitgebracht, das jetzt ganz relevant wegen der neuen EU-Richtlinie ist. Da bist du ja Experte. Ja, also tatsächlich kamen Leute in den Planungsausschuss und haben uns berichtet über das Thema Lärmkartierung. Lärmkartierung heißt praktisch, die haben geschaut, wie viel Dezibel eine Straße im Durchschnitt hat pro Stunde und haben dann gesagt, nachts darf die maximal so viel Dezibel haben, tagsüber maximal so viel, also nachts natürlich ein bisschen weniger, weil die Leute schlafen wollen. Und ab so vielen Dezibeln, ich glaube ab 60, führt das dann zu Schäden, wenn das lauter ist. Und tatsächlich ist Wedel da auf einem guten Weg, nicht im kritischen Bereich und hat Zeit, um da Maßnahmen zu ergreifen. Das würde ich mal sagen, ist mal eine ganz gute Nachricht. Denke ich auch. Ich glaube, vielleicht das einzige Problem, ich kenne mich jetzt mit dem Thema nicht so gut aus, aber was ich sehen würde, ist vielleicht die Mühlenstraße, weil da ja auch schon Anwohner wohnen und trotzdem eine Landstraße durchführt. Und vielleicht wird sich da noch drüber Gedanken gemacht, das weiß ich jetzt so genau nicht. Aber ich glaube, da gab es auch immer wieder Ideen, dass man dort nachts weniger schnell fahren darf und dass man generell auch nur 30 in dieser Zone fahren kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch gut für die Lärmbelastung der Einwohner. Ja, allgemein Tempolimit hat ja auch eine bessere Klimabilanz, als wenn man da mit 50 fahren darf. Deswegen Tempolimit allgemein in der Regel eine gute Sache. Und dann können wir zum allergrößten Thema heute kommen, der Hafen. Wir waren mit der Stadt Wedel im ZDF, also nicht Jan und ich, sondern die Stadt Wedel war im ZDF mit einem nicht ganz so schönen Artikel. Titel war Millionengrab-Freizeithafen und das ist eine Bilanz, die einige während der Bürgermeisterwahl auch schon gezogen haben und vielleicht deswegen auch Bürgermeister geworden sind. Und ich kann nur sagen, man hat es kommen sehen. Ja, Herr Schmidts Vorzeigeprojekt damals, unser Hafen. Ich glaube, am Anfang haben viele sich noch nicht so viel darunter vorstellen können. Heute noch weniger. Ich muss sagen, immer wenn ich den Hafen sehe, frage ich mich, wo die Schiffe sind. Und da gibt es ja auch in der Politik schon die Awareness, dass das ein Problem ist. Und das liegt daran, dass dort keine Schiffe liegen können, weil sich da Schlamm abgelagert hat. Stimmt das? Oh, das ist alles neu für mich. Ja, also. Okay, also zumindest gibt es da jetzt eine Machbarkeitsstudie, wie viel noch in den Hafen hinein investiert werden. Ja, und die Machbarkeitsstudie ähnlich erdrückend wie die Reportage vom ZDF. Die Machbarkeitsstudie hat nämlich bewiesen, dass man diesen Hafen nicht so betreiben kann, dass der Hafen die Kosten deckt, die wir jetzt schon in den Hafen gesteckt haben. Und da hat dann jemand vorgeschlagen, wenn man jetzt den Hafen nicht einfach als den Hafen sieht, sondern den Hafen als Teil der maritimen Meile, du kannst gleich einmal erklären, was die maritime Meile ist, dann könnte man den Hafen durchaus als kostendeckend betreibbar sehen, weil in der maritimen Meile dann so viel Umsatz erwirtschaftet werden könnte. Ja, maritime Meile ist erstmal ein Begriff, wo, glaube ich, nicht jeder so viel mit anfangen kann. Damit ist ganz einfach gemeint, die Strecke an der Elbe längs, wo halt auch andere Unternehmen sich angesiedelt haben, sei es zum Beispiel die Beach Bar, sei es das Hotel, was ja gerade im Bau ist, oder auch andere kleinen Unternehmen. Ich weiß, dass hinten bei dem Hafen Richtung Tonne, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel das ist, Tonne. Ja, ich glaube, die Leute, die da öfter sind, wissen, welche ich meine. Da gibt es ja auch ein Restaurant und auch Kleidung zum Kaufen. Da gibt es halt eine Möglichkeit, einfach profitabel die Unternehmen anzusiedeln, kleine Unternehmen, die dort verkaufen können. Und wenn man das Ganze dann als eins sieht, also dass man den Hafen auch als Attraktion sieht, wodurch dann wieder mehr Leute, mehr Tourismus zu den anderen kleinen Unternehmen kommen, könnte man sagen, dass unter dem Strich die maritime Meile als Ganzes wieder profitabel ist. Und da haben wir ja gerade auch das Hotel, was ein großer Punkt für Tourismus ist. Ich glaube, da kannst du uns noch ein bisschen drüber erzählen. Mal wieder gute Nachrichten beim Thema Hafen. Das Hotel hat eine neue Baufirma, das heißt, der Bau kann fortgesetzt werden. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch was sein, wo man dann sagen könnte, die maritime Meile deckt dann die Kosten. Was ich aber auch ganz interessant finde zum Thema Schiffe, es gibt Leute, die haben mal statistisch festgehalten, wie viele Schiffe denn in Wedel gehalten haben, außerhalb von Fähren, aber ich weiß nicht, ob die zählen. Du kannst ja einfach mal raten, wie viele Schiffe in 2022 bisher in Wedel gehalten haben. Man muss jetzt so überlegen, ein Jahr hat 365 Tage. Wenn man jetzt sagt, dass jeden Tag drei Schiffe vielleicht gehalten haben, dann sind wir so bei ungefähr 1000 Schiffen im Jahr. Ja, das wäre schön. Willst du mir jetzt erzählen, dass am Tag nicht drei Schiffe in Wedel gehalten haben? Ich will dir erzählen, dass nur an einem einzigen Tag überhaupt ein Schiff in Wedel gehalten hat. Was?
Oh je, oh je. Also das ist dann wirklich was, wo man mal überdenken könnte, ob man den Hafen denn wirklich als Hafen behandeln sollte. Das war ja auch so ein bisschen die Tendenz des ZDFs in dem Beitrag, dass man das mal überdenken sollte. Auch interessant, das war auch im ZDF-Beitrag noch gar nicht, zum Glück, noch gar nicht behandelt. Die Stadt Wedel muss jetzt wieder 2 Millionen ausgeben, weil was am Hafen kaputt gegangen ist und das saniert werden muss. Da hat man jetzt gesagt, okay, wir machen das Ganze als Aufschüttung. Es gab auch andere Modelle, da stattdessen einen Balkon anzubringen und so. Aber das hätte natürlich alles noch mehr gekostet. Trotzdem war im Planungsausschuss schon die Abwägung da zwischen, okay, wir wollen Ästhetik haben und wir wollen einfach so kostengünstig wie möglich das Hafenproblem lösen. Und ich war ganz froh, dass sie sich für die kostengünstige Lösung entschieden haben, weil, soweit ich weiß, würde man diesen Balkon auch nicht so unbedingt jetzt beim Vorbeilaufen sehen und diese Aufschüttung dann dementsprechend auch nicht. Und ich wäre ganz froh, wenn wir vielleicht die nächsten Jahre auch noch was ein bisschen im Haushalt haben in Wedel. Ja, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, der Hafen, der wird auch nicht mehr schön. Also, wenn ich mir den anschaue, habe ich ihn nie schön gefunden. Und ich glaube auch, beste Sanierung kann unseren Hafen nicht mehr so schön machen, dass ich denke, das ist der Go-to-Place, wenn ich an der Elbe chillen will. Ja, bei einem Punkt muss ich dir widersprechen, auch wenn du mir gerade eigentlich für einen anderen Punkt eine gute Überleitung geliefert hast, aber da muss ich dann später anknüpfen. Der Hafen war mal schön, bevor man angefangen hat, ihn für 40 Millionen umzubauen. Also, da habe ich schon mit Leuten Okay, drüber okay. gesprochen, zum Beispiel meine Oma und mein Onkel haben gesagt, die verstehen das gar nicht. Das war so ein schöner, grüner Hafen früher. Und dann hat man angefangen, den umzubauen und jetzt finden sie den gar nicht mehr schön und wohnlich. Also, ich glaube, das ist tatsächlich ein Projekt zum Vergessen. Um jetzt bei dem anderen anzuknüpfen, Go to Place, ist der Hafen ja für viele Jugendliche auch lange gewesen. Jetzt beobachte ich das nicht mehr so. Ist natürlich jetzt auch Herbst, Winter, ne? Es gibt tatsächlich Leute, die sich jetzt beschwert haben, weil da Bäume gepflanzt werden sollten. Also es kamen Leute in den Planungsausschuss und da muss ich auch sagen, was ist das für eine Arroganz, wenn man da in diesen Sahnegrundstücken an der Elbe ist und da Bäume gepflanzt werden sollen, dann kamen die in den Planungsausschuss und haben gesagt, sie wollen das nicht, weil ihnen das die Sicht auf die Elbe versperren würde. Der Herr Grass hat eine wunderschöne emotionale Rede dann dagegen gehalten und hat gesagt, der Hafen ist für alle da. Das Thema ist nicht einfach den Hafen so schön wie möglich für die Anwohner, die direkt am Hafen leben, zu machen, sondern der Hafen soll ein Hotspot in Wedel für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Zustimmung für diese Leute gab es zufällig aus der FDP. Da muss man dann natürlich auch sagen, muss man jetzt wirklich den Leuten nochmal aufdrücken, die da in der Verwaltung sitzen, dass sie jetzt nochmal mit den Anwohnern darüber sprechen müssen, ob sie diese Bäume überhaupt so pflanzen können wegen den Immobilienpreisen. Das war Vorschlag der FDP, der zum Glück abgelehnt wurde. Kann ich nur sagen, aus meiner Sicht muss die Verwaltung da nicht mehr drüber reden mit den Leuten, weil der Hafen für alle da sein muss und die Verwaltung muss darauf schauen, dass alle in Wedel einen schönen Hafen haben. Ja, muss man ja auch sagen, Immobilienpreise sind ja auch nicht immer so berechenbar. Man kann ja auch sehen, dass teilweise erst eine Reihe in der Elbe gebaut wurde und später dann wieder eine zweite Reihe gebaut wurde. Das heißt, da kann es ja auch sein, dass durch ein Gebäude deine Sicht versperrt wird. Was ist da jetzt der große Unterschied zu Bäumen? Und ich glaube, es ist halt einfach ein bisschen absurd zu sagen, dass jetzt, wenn da Bäume gepflanzt werden, man die Elbe nicht mehr genießen kann als Einwohner. Ich weiß jetzt nicht, was die Einzelpersonen da genau gegen haben. Aber ich denke, Pflanzen können halt den Hafenbereich auch nur aufwerten. Es gab aber auch andere Kritik an den Bäumen, die gepflanzt werden sollten. Also einmal wurde gesagt, da wurde nicht ausreichend drüber gesprochen. Dazu kann ich jetzt nicht sagen, so lange bin ich ja noch nicht dabei. Und von den Grünen wurde gesagt, dass diese Bäume nicht optimal sind und man andere Bäume hätte pflanzen können. Die Verwaltung hat eine andere Meinung. Ich bin kein Fachmann, wollte ich nur nochmal dazu gesagt. Ja, was man immer bedenken muss, es gibt manche Bäume, wo Leute allergisch gegen sind, die man nicht anpflanzen sollte, oder zumindest nicht im Innenstadtbereich anpflanzen sollte. Und dann gibt es andere Bäume, ich glaube, die Linden sind da ganz typisch für, die halt kaum Allergien verursachen, die deshalb auch großflächig in Städten angebaut werden. Vielleicht muss man da ein bisschen abwägen zwischen den Einwohnern und den Leuten, die da halt sind, und Naturschutz und Umweltschutz. Und da würde ich behaupten, dass da vielleicht die Verwaltung schon einen Punkt hat, zu sagen, wir pflanzen jetzt Bäume hin, die verträglich sind. Also ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut in dem Thema aus. Könnt ihr bestimmt einfach im Protokoll nachlesen. Das ist auch ein Punkt, falls ihr irgendwie ein Thema habt, das euch sehr interessiert. Es gibt ein Bürgerinformationssystem der Stadt Wedel, das nennt sich ALRIS. Da kann man alles genau nachlesen. Und falls euch zum Beispiel ein Punkt betrifft, wenn ihr jetzt am Zinsdaler Heideweg wohnt oder Anwohner am Hafen seid, könnt ihr einfach da in den entsprechenden Ausschuss reinschauen und schauen, was da gerade drüber geredet wird. Ja, dann haben wir einen interessanten Zeitungsartikel heute gelesen über die Badebucht. Ich glaube, Inhalt oder Headline ist so ungefähr: Die Badebucht schafft es jetzt, Kosten zu sparen, ist trotzdem nicht kostendeckend, soweit ich weiß. Ja. Aber du hast da, glaube ich, ein bisschen mehr darüber erfahren, weil du sie ja im entsprechenden Ausschuss.
Ja, tatsächlich war ich da nur Gast. Ich habe im Haupt- und Finanzausschuss eine Person vertreten und da kamen einige Mitarbeiter der Badebucht zu diesem Ausschuss, weil sie Tarifverträge haben wollen. Zwar ist es so, dass bisher die Preise oder die Verträge ausgehandelt wurden und es gibt bei Stellen der Stadt, was ja die Badebucht als Tochter der Stadtwerke ist, in der Regel Tarifverträge, die genau regeln, nach wie vielen Jahren man eine Gehaltserhöhung bekommt und was das Einstiegsgehalt ist. Und das ist eigentlich ein bisschen schon ein veraltetes System, was die Badebucht da vertritt. Und da kann ich ganz klar den Frust nachvollziehen von den Mitarbeitenden, die halt sagen, wir wollen in dieses Tarifsystem hinein. Da muss man aber auch sagen, dass die Stadt ja zurzeit finanzielle Probleme hat und deshalb war halt die Begründung der Stadt zurzeit, müssen wir eh schauen, wo wir Stellen abbauen, wo wir sparen. Und wenn dazu jetzt noch ein Tarifsystem in den Badebucht kommt, ist es ja so, dass wir am Ende vielleicht viel mehr bezahlen müssen. Und ich glaube, der Artikel geht aber mehr auf die energiepolitischen Herausforderungen. Ja, genau, das wollte ich schon fast dir vorwegnehmen. Der Artikel geht vor allem darum, dass man jetzt Becken runtergekühlt hat, dass man die nicht mehr so stark beheizt, dass man Becken nicht mehr den ganzen Tag beheizt, sondern nur noch dann, wenn wirklich die Stoßzeiten sind. Das erinnert mich irgendwie an unsere Schule. Die wird ja auch nachts beheizt zurzeit. Auch im Zeitungsartikel nachzulesen. Und so viel zur Badebucht, ne? Dann haben wir noch uns ein Thema rausgeschrieben, weil es jetzt, das merkt man bei den Parteien, langsam in Richtung Ratswahl geht. Also viele Parteien schreiben jetzt ihre Wahlprogramme, überlegen sich, wer tritt an für die Parteien. Und deswegen wollten wir ein bisschen einen Blick auf die Parteienlandschaft in Wedel werfen und so ein paar Kommentare zu den einzelnen Parteien abgeben. Was besonders interessant in Wedel ist, ist, dass wir die WSI haben, die Wedeler Soziale Initiative. Genau, da kann ich ein bisschen was zur Geschichte oder zur Entstehung erzählen. Die ist nur in Wedel vertreten, das macht die Partei halt so besonders. Deshalb ist es irgendwie ganz wichtig, sich mal mit ihr beschäftigt zu haben. So ist es so, dass die Abgeordneten der WSI erst Teil der SPD waren und dann nach einer Streitigkeit sich das Ganze aufgesplittet hat in die jetzige SPD, die immer noch im Rat vertreten ist, und halt die neue WSI, die sich andere Ziele gesetzt hat. Besonders ein großer Streitpunkt war da Wedel Nord, das kurze Bauprojekt von Wedel. Da sagt die WSI ganz klar dazu, wir wollen keinen Wedel Nord, und es gab auch teilweise Ratsversammlungen, wo die WSI dann bei diesem Thema gesagt hat, wir verhandeln da nicht mit, wir gehen einfach zum Beispiel bei einem Punkt einfach raus oder sind da halt immer sehr klar gegen alles, was in Wedel Nord gedacht. Würde ich sagen, können wir gleich mit der SPD weitermachen. Also die SPD ist für mich bisher schon als konservative Partei in Erscheinung getreten. Was ich besonders gut finde an der SPD ist, dass sie den Fokus sehr auch auf Barrierefreiheit legen. Also Herr Eichhorn, der jetzt leider nicht mehr im Planungsausschuss ist, vielleicht hat er sogar ganz aufgehört. Hier einmal auch eine kleine Korrektur aus dem Off. Der Herr Eichhorn ist glücklicherweise immer noch im Planungsausschuss und war in der letzten Sitzung einfach krank. Dem habe ich da auch einmal lange drüber geredet, was Barrierefreiheit eigentlich für ein wichtiges Thema ist. Grundsätzlich würde ich aber sagen, die SPD, ich habe sie ja vorhin schon als konservative Partei bezeichnet, ist eben eine Partei, die sich eher an den Boomern und dann den älteren Generationen ausrichtet, als an der Jugend. Das sieht man zum Beispiel eben bei den Wegen. Denen sind die Straßen und die Gehwege dann doch noch ein bisschen wichtiger als die Radwege, weil eben einfach deren Zielgruppe, die Boomer und die Rentner, weniger Rad fahren und dafür mehr Auto und zu Fuß gehen. Genau, bei den Fußwegen kann man zum Beispiel anführen, dass bei einer Straßenplanung da halt auch Leitstreifen immer wieder angesprochen wird. Gesagt wird, wenn man die Straße neu plant, dann muss man nicht nur an den Radweg, was ja aufgrund des Mobilitätskonzeptes in letzter Zeit sehr gut geplant wird, denken, sondern auch an den Gehweg und da einen Leitstreifen für ältere Personen mit Sehschwäche zum Beispiel einbaut. Und dann können wir, denke ich, auch mit der nächsten Partei weitermachen. Würde ich sagen, die Grünen sind so am ehesten in der Ecke. Ja, zu den Grünen kann ich sagen, dass ich persönlich ein ganz gutes Verhältnis habe. Und die halt auch immer wieder mit uns darüber oder mit mir zumindest darüber sprechen, was gerade jugendrelevante Themen sind. Und für die Grünen kann man sagen, dass da eine Priorität ist, bei Mobilität zu sagen, dass man da darauf achtet, dass Radwege und Radinfrastruktur ausgebaut wird. Aber B, dass auch bei der Planung immer wieder darauf geachtet wird, dass das Ganze nicht zu klimaschädlich ist. Was man jetzt bei der Schulplanung im Umweltbau- und Feuerwehrausschuss gesehen hat, ist, dass sie halt da gesagt haben, wir wollen eher eine Plus-Energien-Lösung als eine Null-Energien-Lösung haben, wo die Verwaltung eher gesagt hat, ja, lieber einmal ein bisschen sparen und Energie ist vielleicht nicht da die Priorität. Das ist auch, also andere Parteien bestätigen praktisch auch, dass die Grünen, was Klimaschutz in Wedel angeht, echt gute Arbeit leisten. Also ich habe mich mit Leuten einer anderen Partei auch unterhalten und die meinten, praktisch den Grünen kann man beim Thema Klimaschutz zumindest in Wedel nichts vormachen. Ich denke, da bestätigt sich auf jeden Fall die gute Arbeit. Dann würde ich mit den Linken weitermachen. Die Linken, würde ich sagen, legen auf jeden Fall den Fokus, eben wie es die Linken auch
auch bundesweit machen auf der sozialen Frage. Das heißt, denen ist zum Beispiel der soziale Wohnungsbau unglaublich wichtig. Die haben jetzt in dieser Legislatur, haben die da auch diese Quote, die 30%-Quote, die auch im letzten Podcast schon mal Thema war, haben sie vorgeschlagen und durchgebracht. Und außerdem will die Linke aber trotzdem beim Klimaschutz auch mitziehen, auch wenn das vielleicht eher grünes Thema. Ich muss auch sagen, ich habe die Linken immer als Partei gesehen, die nicht so dem Etablierten unbedingt folgen, sondern halt auch manchmal Vorschläge reinwerfen, die auf den ersten Blick ein bisschen absurd erscheinen, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, halt auch eine vielleicht preiswertere, vielleicht irgendwie auch mal kreativere Alternative zu den vorgeschlagenen Lösungen bieten. Und das finde ich eigentlich ganz erfrischend, wenn ich da in so einer Ratssitzung sitze im Ausschuss. Dann würde ich als nächste Partei die FDP nehmen. Ich finde die FDP wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu greifen, weil die FDP eben auf der einen Seite so Themen hat, wie dass sie mit den Anwohnern darüber sprechen wollen, ob man da Bäume pflanzen darf an der Elbe, aber auf der anderen Seite dann auch einen riesen Fragenkatalog zum Thema Klima- und Umweltschutz einreicht. Also die FDP, finde ich, ist gar nicht so richtig einer Richtung zuzuordnen in Wedel. Ja, ich finde, ich war ganz positiv teilweise von der FDP überrascht, die halt dann einen Energiebeauftragten dazu Fragen gestellt hat oder zum Klimaschutz Fragen gestellt hat. Manchmal kommen dann aber auch irgendwie nochmal Nachfragen, brauchen wir nicht doch mehr Parkplätze, wo ich dann wieder, also ich sehe da manchmal nicht diesen Kurs, wie du schon gesagt hast, dieses, da wollen wir genau hin. Aber ich finde es ganz spannend und ich glaube, wenn man bei der FDP mit den ein oder anderen Abgeordneten mal redet, kann man da auch viel drüber erfahren, was deren persönliche Geschichte ist. Ja, auf jeden Fall. Dann, ich denke, die CDU ist die letzte Partei, die wir noch offen haben, oder? Ganz recht, ganz recht. Die CDU würde ich ähnlich wie die SPD auch eben dieser Wählergruppe Boomer und ältere Generation zuschreiben und würde sagen, das erkennt man auch in ihrer Politik. Also die CDU hat auch schon öfter eben mehr Parkplätze gefordert. Zum Beispiel beim Thema Wähle Nord hätten sie gern, glaube ich, 2 Parkplätze pro Grundstück, wo andere Parteien sagen oder andere Leute auf der Klimakonferenz zum Beispiel gesagt haben, am liebsten hätten sie gar keine. Oder die CDU, da hat ein Abgeordneter einmal eine ziemlich emotionale Rede gehalten im Planungsausschuss. Der hat gesagt, so, hier ist mein Behindertenausweis, der bescheinigt mir, ich muss Auto fahren, ich bin angewiesen darauf und wir dürfen das Auto nicht vernachlässigen. Und ich würde sagen, da haben sie natürlich auch einen Punkt. Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir bauen jetzt Straßen gar nicht mehr aus und setzen nur noch auf Radwege, dann würde sich unsere Infrastruktur auf jeden Fall auch in die falsche Richtung entwickeln, weil es ja auch für das Auto zukunftsgerichtete Lösungen geben wird und geben muss, weil es halt einfach die bequemste Mobilität ist. Ja, dann so viel zu den Parteien und dann haben wir uns fürs Ende noch ein allgemeines Thema ausgesucht. Wir haben gesehen, der Trend geht aktuell jetzt immer mehr dahin, dass man sagt, okay, ich schaue auf mich selbst, ich schaue auf meine eigenen Finanzen und danach wähle ich. Also die Leute sehen auf einmal nicht mehr das große Problem darin, dass wir Menschen mit unserem Handeln den Lebensraum wegnehmen, sondern die Menschen schauen auf ihre Brieftasche und schauen auf die Energiepreise und sagen, okay, ich brauche jetzt schnelle Lösungen, ich brauche jetzt sofort Lösungen und deswegen, oder jetzt nicht auf Klima bezogen, oder sagen dann, okay, Atomkraft muss weiterlaufen, obwohl es ein riesen Risiko bietet, oder sagt man bietet, weil Risiko darstellt. Und ich möchte nur appellieren, einmal an unsere Gesellschaft und auch an die Jugend, dass wir weiter dafür kämpfen, dass wir Klimaschutz, auch wenn wir diese ganzen Krisen haben, auch wenn es jetzt in der Brieftasche vielleicht der ein oder andere Euro weniger ist und man in finanzielle Notlagen kommt, trotzdem ist das Wichtigste und auch das finanziell am Ende verheerendste Thema der Klimaschutz. Wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, dann werden in Zukunft, wird alles in Frage stehen, weil unser System nicht mehr laufen kann, weil wir von Krise zu Krise schlittern, weil unglaublich vielen Menschen der Lebensraum entzogen wird, weil wir auch finanziell in Notlagen kommen, weil wir natürlich diese ganzen Krisen, man hat es dieses Jahr gesehen, da wurden, glaube ich, 30 Milliarden ausgegeben bei den Flutkatastrophen. Mhm. Also man sieht, die finanziellen Folgen des Klimawandels sind die verheerendsten Folgen, die es gibt. Und da würde ich einfach an die Leute appellieren wollen, ein bisschen mit Weitsicht Politik machen und nicht nur auf das Jetzt schauen. Genau, da muss man halt sagen, dass ein Punkt, der mir bei dir eingefallen ist, ist ein ganz konkretes Beispiel. In Wedel bei der Klimakonferenz hatten wir zum Beispiel auch einen Vortrag, das Eigenheim, ich glaube, so energieeffizient zu renovieren, wo dann plötzlich einige Leute in diesem Vortrag saßen, wo ich mir dachte, warum sitzen die auf einer Klimakonferenz, die dann gefragt haben, ja, wie kann ich denn jetzt noch mehr Energie sparen, dass meine Energierechnung am Ende runtergeht, und fragen, ist die Renovierungsarbeit dann noch profitabel und da halt drauf schauen, wie sie das maximale Geld aus der aktuellen Krise jetzt rausziehen können, beziehungsweise am wenigsten verlieren. Wo ich finde, wenn wir in einer Klimakonferenz sitzen, sollen natürlich alle Leute sich beteiligen können, aber es ist eher ein visionäres Thema als ein realpolitisches Thema. Da sehe ich auch diesen großen Unterschied, dass wir
in Krisen halt oft dazu tendieren, Realpolitik vor Idealpolitik vorzuziehen, weil wir sagen, jetzt haben wir eine Krise, jetzt müssen wir Lösungen finden, aber diesen Weitblick, der so wichtig ist in der Politik, halt einfach verlieren. Und beim Klimawandel ist es klar, dass es nicht unbedingt ein Thema ist, wo wir wirklich spüren, was die Folgen sind. Wenn ich jetzt rausgehe mit meinem Auto fahre, merke ich nicht, dass ich dadurch den Klimawandel anheize. Ich merke nicht, dass dadurch vielleicht Menschen in Armut leben, Menschen mehr Dürren haben und Menschen vielleicht am Ende sterben. Nicht durch mich alleine, aber dadurch, dass ich zu diesem Prozess beitrage. Und weil das Ganze halt auf so einer höheren Ebene ist, die wir nicht direkt begreifen können, handeln wir nicht so, wie wir direkt handeln würden, wenn wir jetzt sehen, wir töten damit vielleicht Personen oder wir verschlechtern die Lebensumstände von Personen massiv. Und deshalb denke ich, dass es sehr wichtig ist für uns, darüber nachzudenken, was die Folgen unseres Handelns sind und dass wir schauen, dass wir selbst einen politischen Kompass entwickeln. Dass wir schauen, dass wir eine Idee haben, das wollen wir mit Politik erreichen, da soll es hingehen und nicht die Idee ist, ich will am reichsten bleiben oder das, was mir gerade in diesem Moment den größten Vorteil gibt, das ist mein politischer Wille. Zumindest ist es meine Idee von Politik, wie Politik funktionieren soll. Kann ich nur unterschreiben. Das war es mit dem Jan und Jan Jugendbeirat Podcast. Danke, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn es jetzt am Ende ein emotionaleres Statement wurde. Und danke, dass ihr auch in den nächsten Wochen wieder einschalten oder in den nächsten Monaten eher wieder einschalten werdet. Und einfach danke für eure Aufmerksamkeit und für euren Weitblick.